Endlich ging sie los, die Saison 2014-15. Die Schalker Basketballer führte das erste Spiel nach Bornheim zu den Sechtem Toros. Die Starting Five. Beim ersten Spieltag sah wie folgt aus. Mit der 14 startete Trevin Parks, mit der 10 Gail Halsen, mit der 5 Kevin Kern, mit der Nummer 8 Javier Nazare, mit der 15 Michael Agiapong. Coach der Schalker Basketballer ist Raphael Wilder. Los ging's in der Sporthalle des Humboldt-Gymnasiums in Bornheim. Die ersten Punkte der Saison erzielte US-Boy Trevin Parks mit einem Dreier. Auch Sechtem konnte punkten durch Sven Scherming. Wieder Parks, diesmal mit einem Zuspiel auf Michael Agiapong. Trevin Parks mit dem Steal in der Defense und er zündet den Turbo und schließt den Fastbreaker. Beim Rebound waren die Schalker ein bisschen zu nachlässig. Jan Zimmermann für die SG Sechtem. Aber die Schalker schalteten schnell um. Thomas Szewczyk mit Auge für Jan Letailleur. Das erste Viertel in Sechtem gewann die Königsblauen knapp mit 20-19 nach einem guten Auftakt. Gail Halsen mit Einsatz in der Defense und dem Ballgewinn. Das Auge für Javi Nazare, der per Dunking abschließt. Und weil es so schön war, hier noch einmal in der Slow Motion. Last-Minute-Neuzugang, Patrick Carney mit seinen ersten Punkten von außen. Die Toros ließen sich nur schwer abschütteln, Vulkajo Vulevic mit Punkten aus der Zone. Und wieder der Gastgeber, Antwon Davis verkürzt zum 30-31. Schalke aber hatte einen gut aufgelegten Trevin Parks, der von außen erfolgreich ist. Zur Halbzeit konnten die Königsblauen eine 37-32 Führung behaupten. Patrick Carney ohne Eingewöhnungsprobleme auf Trevin Parks. Der 16er US-Boy Antwon Davis ist nur schwer zu stoppen für die Schalker Defense. Klasse Kombination, Halsen findet Letailleur und der auf Javi Nazare. Halsen wieder auf Letailleur und der verwertet im Nachfassen. Scherming hält die Toros im Rennen. Schalke jetzt immer besser. Thomas Szewczyk für 3. Ins letzte Viertel ging die Schalker mit einer 62-50 Führung. Schönes Zuspiel von Halsen auf Dennis Kortmann. Gleiche Kombination. Gail Halsen findet seinen Center Dennis Kortmann erneut. Für Sechtem immer wieder Antwon Davis. Patrick Carney unter Bedrängnis, doch er findet Jan Letailleur. Starkes Zuspiel. Noch einmal eine tolle Aktion für die Toros. Daniel Bartel mit dem Dunk. Doch der Schlusspunkt des Spiels gehörte dem wacker kämpfenden Kevin Kern, der sich hier den Ball zurückerobert und den Korbleger versenkt. Das war ein Auftakt nach Maß für die Schalker Basketballer. Mit 86-69 gewinnt die Wilder-Truppe in Sechtem und wartet jetzt auf das erste Heimspiel zu Hause am nächsten Wochenende gegen die BG Hagen. Also bist du rundum zufrieden fürs Erste? Selten von mir zu hören, aber ja, ich bin zufrieden auf jeden Fall. Die Jungs haben super gearbeitet und ich bin einfach nur glücklich, dass wir gewonnen haben. Ja, dann, ich würde es eher als Problem jetzt sehen, wobei, wie gesagt, es kommt, wie es kommt. Wir fahren erstmal nach Sechtem, alter Bekannter.